Okay, das Etikett ist sau witzig von dem Wein, was wir als nächstes trinken. Wine Girls United. Und auf dem Etikett ist drauf alles, was man für einen schönen Tag am Strand oder am Pool eigentlich braucht. Unten drunter steht noch Hashtag Sunny. Entweder heißt der Wein so oder es muss Sunny draußen sein, um den richtig zu genießen. Passt mir beides, bin ich dabei. Auf geht's. Sonst haben wir, glaube ich, hinten nichts draufstehen. Ah, es ist von der Victoria Breetz, das steht noch hinten drauf. Und dass er trocken ist. Finden wir mal raus, was sich dahinter verbirgt. Wow. Okay, also das riecht wirklich wieder Sommer. Das ist Sommer im Glas. Also das ist Stachelbeere, das ist ein bisschen Litschi, was exotisch ist, so ein bisschen Maracuja vielleicht. Das riecht wie eine Maracuja-Schorle. 1:1 riecht es wie eine Maracuja-Schorle. Ja, geil, und so schmeckt es halt auch, ne? Also das ist wie eine Maracuja-Schorle mit Alkohol. Also absolut perfekt. Und also den kann ich mir, wie das Etikett verspricht, richtig gut kann ich mir den vorstellen mit meinen Freundinnen irgendwie, wenn es richtig heiß draußen ist, die Füße ins Wasser tun, den gut gekühlt zusammen zu trinken. Das ist nicht nur Sommer im Glas, das ist Spaß im Glas, das macht super viel Bock. Unbedingt, unbedingt trinken. Sehr, sehr gut gemacht. Der Sunny von Wine Girls United, wenn ich mir das Etikett mal angucke, was ich eigentlich selten mache, aber das sieht schon nach Sommer, Sonne, Strand und Meer aus. Gucken wir doch mal. Ja, in der Nase würde ich das einfach mal bestätigen. Sauvignon Blanc haben wir drin, Müller-Thurgau haben wir drin. Die dritte Rebsorte habe ich schon wieder vergessen. Sehr fruchtig, ja, sehr exotisch, bisschen Mango, Maracuja, Ananas. Feine Säure, sehr leicht das Ganze, sehr verspielt. Ja, sprich, gibt einfach das wieder, was auf dem Etikett auch zu finden ist. Ja, im Sommer, Terrasse oder am Strand, wo auch immer, schlucken, definitiv. Also der gefällt mir allein vom Etikett schon richtig gut. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Bikini drauf, Sonnenbrille, also vermutlich was für den Sommer. Steht auf Hashtag Sunny. Wine Girls United, also auch eher was für die Mädels. Den würde ich alleine vom Aussehen her auf jeden Fall schon kaufen. Vom Geruch her auch. Riecht sehr, sehr fruchtig, sehr süß. Angenehm süß, nicht zu süß. Ich würde sogar eher sagen, es geht in die fruchtige Richtung. Aber auch sehr leicht. Könnte ich mir auch gut vorstellen, tagsüber zu trinken, vielleicht am Rhein damit zu sitzen mit den Mädels. Und ja, schmeckt mir sehr gut. Würde ich definitiv schlucken.